Ja, der Westen ist ja auch dekadent und verlogen. Natürlich ist er dekadent und verlogen. Der Westen ist aber genauso imperialistisch wie Russland. Noch viel schlimmer. Der sogenannte Westen geht seit Jahrzehnten über Menschenrechte hinweg, über sogenanntes Völkerrecht. Der Westen bombardiert Zivilbevölkerung in Ländern wie dem Irak, dem Iran, über übrigens Flugzeugträger, die vor dem Iran im Persischen Golf lagen, in Jugoslawien. Die Amerikaner verfolgen doch seit Jahrzehnten ihre eigenen Interessen ohne Rücksicht auf Verluste, und sie okkupieren Länder und überlassen diese Länder dann sich selbst, wenn sie merken, dass es ihnen Schaden zufügt. Natürlich, und dann bombardieren sie sogar mit Drohnen. Natürlich. Ja, Obama, unser Friedensnobelpreisträger, hat alles Afghanistan richtig. Mit Drohnen bombardiert. Alles richtig. Nächstes Beispiel. Aber das führt zum Völkerrecht geht. Aber du stellst die Amerikaner ja so dar, als hätten sie keine geopolitischen Interessen. Natürlich haben sie die. Als würden sie Russland nicht schon längst umzingelt haben. Aber das führt doch nicht zum Ziel. Das ist doch die gleiche. Jetzt führen wir die alte Debatte. Ich habe versucht, einen neuen Punkt zu machen. Nein, aber erstmal müssen wir die Fakten sehen. Weil dir geht es nicht. Die Fakten sind, es sind 800 Militärbasen, die Russland umzingeln. Das ist das alte. Ja, das ist die alte Sarah Wagenknecht-Argumentation. Nein, das ist keine Argumentation. Es ist ein Stellvertreter. Das ist keine Argumentation gegen Russland. Und das ist nicht der. Darum geht Nein, es. Nein, das ist keine Argumentation. Was der Westen getan hat, was du beschreibst, ist absolut richtig. Und was du gemacht hast, ist, du hast nur psychologisiert. Du hast nicht ein Argument dafür gebracht, dass die Russen. Ich habe eben ganz deutlich gesagt, ich bin auch dagegen, dass die Russen in der Ukraine einmarschiert sind. Aber ich versuche, die Ursachen zu verstehen, damit ich die Folgen bekämpfen kann. Und die Ursachen werden von den Leuten wissentlich nicht verstanden, weil sie ein Feindbild brauchen. Ich habe keine Lust. Ich will keine Waffen in die Ukraine schicken. Dass aber die EU der Ukraine 2014 die Versprechung gemacht hat und die Leute auf den Maidan getrieben hat und die Leute da abgeschossen wurden von irgendwelchen Polizisten in mehreren orangenen und gelben und grünen Revolutionen, hat hier niemanden interessiert, der seinen Arsch im Warmen hatte. Da hat man die Leute verrecken lassen. Und da war auch nicht Putin da und irgendein Teufel, den man an die Wand malen musste, sondern da gab es nur Interessen. Nämlich die EU-Erweiterung in Richtung Osten und die NATO-Erweiterung, damit die Vormachtstellung, die Machtstellung der USA erhalten bleibt. Und der einzige Schlüssel dazu war, Russland so zu destabilisieren, dass Russland nie mehr wieder eine Chance haben würde, sich den Amerikanern oder wem auch immer in den Weg zu stellen. Und mit dieser Regionalmacht Russland, mit der man dann nicht gesprochen hat, hat man sich's gründlich verscherzt. Diesen fruchtbaren Dialog, den es mit Putin gab, als er im Bundestag gesprochen hat. Die Hand, die man ihm ausgestreckt hat, die er angenommen hat, weil er sogar auf Deutsch im Bundestag gesprochen hat. All das ist vergessen. All die Bemühungen, die Russland gemacht hat, um auf die Deutschen auch zuzugehen und eine europäische Einigung zu erzielen, die auf Augenhöhe ist mit Russland. All das ist vergessen. Und jetzt beschränkt man sich darauf, dass angeblich die Russen einen Überfall gemacht haben, der nicht geplant war und nicht provoziert war. Was ist denn im Donbass passiert? Wie viele Leute sind denn 2014 bis 2018, 19, 20 im Donbass gestorben? Und nicht, weil Russen dort interveniert haben, sondern weil Freischärler und Guerillas mit westlichen Waffen Russen umgebracht haben. Da können wir noch so viele Argumente aus der Sicherheit unseres Verstecks hervorbringen und Narrative wiederholen vom bösen Putin und dem gerechten Kampf der Ukrainer um unsere Werte. Das alles bringt nichts, weil am Ende zählt nur, wie viele Menschen sterben dort sinnlos, Tag für Tag. Und wir sind mittlerweile bei sechsstelligen Zahlen. Unschuldige Männer, egal welchen Pass sie haben, verlieren dort ihr Leben. Die Ukrainer sind doch gerade diejenigen, die nicht mehr verhandeln wollen, weil sie die Ahnung haben, dass die Europäer so dumm sind, sie so lange mit Waffen zu füttern, bis sie selbst Kriegspartei werden. Und dann Gnade uns Gott. Was willst du denn machen? Welches Interesse hat denn ein Land, das angegriffen wurde, an Friedensverhandlungen? Welche denn bitte? Was sollen sie sagen? Ja, komm, hier, nimm mal einen Teil der Ostukraine, alles gut, dann ist Frieden. Und ich möchte die Ukraine nicht verteidigen. Das war ein korruptes Land, das eine Scheißrolle gespielt hat vorher. Ich bin keiner, der hier sitzt und die Ukraine verteidigt. Aber sie sind die fucking Angegriffenen. Sie sind die Angegriffenen, die so lange unterstützt werden müssen, bis sie in einer Position sind, in der es Friedensverhandlungen geben kann. Es ist nicht nur ein korruptes Land, sondern es ist auch ein Land, in dem es extrem viele Nazis gibt. Ja, und nicht nur gibt, sondern auch gab. Wir müssen die Bandera-Geschichte nicht aufrollen. Da sind wirklich auch eine Menge Juden ermordet worden, von denen heute gar keiner mehr spricht, wenn es um die Verteidigung unserer Werte geht, wo wir ja schon eine historische Verantwortung haben, zu sagen, mit denen machen wir keine gemeinsame Sache, sondern wir halten uns möglichst neutral beziehungsweise raus. Andere Frage, um die Interessen des Westens nochmal deutlich zu machen. Wenn Minderheiten in einem Land leben, ja, und unterdrückt werden, dann ist der Westen der Erste, der dieses Land anklagt und sagt, zum Beispiel wie in der Türkei, ihr unterdrückt die Rechte der Kurden, ihr unterdrückt die Rechte der Armenier. Weißt du übrigens, dass die Ukraine nicht ein Nationalstaat ist, in dem nur eine Völkergruppe lebt?
Weißt du, dass da ganz viele Russen auch leben? 40% oder lass es 30% sein? Was ist mit deren Rechten? Sind die geachtet worden in der Zeit, als die Überfälle waren, von denen ich gesprochen habe? Es geht darum, dass man ein angegriffenes Land nicht verrecken lassen kann. Und wenn du sie nicht unterstützt, dann musst du so ehrlich sein, wie es Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer sein sollten. Nämlich zu sagen, wir sind der Auffassung, ihr solltet euch nicht mehr wehren. Und diesen Ethos entdeckst du jetzt erst, dass man ein angegriffenes Land unterstützen muss? Wir musst du ja machen nichts, lass mich ausreden. Wir machen nichts, verreckt, wie ihr wollt. Das ist deine ehrliche Argumentation wäre, Ukrainer, ihr seid uns scheißegal, ihr seid überfallen worden, wir müssen Friedensverhandlungen haben, es ist uns scheißegal, was mit euch passiert, aber wir sind der Auffassung, da ist einer in eurem Land, er hat da nichts verloren, aber ihr solltet bitte kapitulieren, verreckt in Ruhe, egal was mit euch passiert. Das wäre der ehrliche Satz. Ihr seid uns scheißegal. Tut nicht wie Sarah Wagenknecht so, als hättet ihr Angst, ihr habt nämlich keine Angst. Ihr habt überhaupt keine Angst. Ich habe Angst. Nein, hast du nicht. Und das kannst du mir doch nicht absprechen. Nein, du argumentierst nicht aus Angst. Ich habe Angst vor einem Atomkrieg. Und wir waren selten so nah an einem Atomkrieg wie darum jetzt. Geht es im Moment überhaupt nicht mehr. Im Moment überhaupt nicht mehr. Ja, das ist Arroganz. Das ist Arroganz und Dummheit, leider. Nein, wie unterstützen wir die Ukraine so, dass sie sich wehren kann und dass sie in eine Verhandlungsposition kommt, in der sie verhandeln kann. So, und in der eine Verhandlungsposition ist, in der sie am Ende ein Interesse hat, einen Kompromiss zu herbeizuführen. Okay. Dahin müssen wir kommen. Panzer reichen zu nichts nicht. Anderem. Und dann sofort Friedensverhandlungen. Panzer reichen nicht. Kampfflugzeuge reichen nicht. Hoffe nein. U-Boote? Hoffe nein. Hoffe nein. Was ist, wenn es nicht reicht? Was ist dann? Gib mir eine Antwort. Was ist, wenn es nicht reicht? Dann werden wir sehen, was wir tun. Wow, da habe ich Bock drauf. Ist es nicht dann bis ins Tiefste verlogen, bis ins Mark verlogen, dass man jetzt so tut, als wäre das der moralische Wert, an dem wir uns orientieren, während wir jahrzehntelang all das ignoriert haben? Leute sind in Kriegen verreckt, ohne dass wir was davon mitbekommen haben. Und da saßt du nicht hier und hast das gesagt. Jetzt kommen wir zu dem, was mit Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht gerade passiert. Sehr gerne. Egal wie ich denke, ja, der Umgang mit diesen Frauen im Internet war maßlos ungerecht, übertrieben, arrogant, aggressiv, so dass mir zum Teil die Spucke wegblieb. Allem voran Melnik, ja, der ist für mich, der muss gesperrt werden auf allen Plattformen. Der Typ ist ein Hetzer, das gibt's überhaupt nicht, ja. Der postet auf einem, wie du ihn auch interpretieren willst, ja, auf einen Friedensvorschlag, eine Karikatur, in der die Frauen, die dort sprechen, als Schlampen bezeichnet. Kann so ein Typ Stellvertreter eines Landes sein, dessen Werte ich verteidigen soll? Kann so ein Typ hier in Deutschland gehört werden, ohne dass man sagt, hast du noch alle Tassen im Schrank? Dann hau doch ab. Dann schick doch deinen Sohn an die Front oder wen auch immer. Es ist wirklich, und das mit Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer war für mich echt der Gipfel, wo ich gedacht habe, ey, es hackt, Alter, es hackt. Die haben eine Friedensinitiative, die wollen eine Demo machen. Da kannst du diskutieren und sagen, nein, das bringt nichts, mit Putin kann man nicht reden, ist der Aggressor. Können wir jetzt alle Stichworte rausholen und wiederholen. Aber es wenigstens ernst zu nehmen, statt es zu verunglimpfen, würde uns doch besser anstehen als dieser Proletenumgang mit dieser Sache. Ich